Wunderschönen guten Abend, meine YouTuber. Ja, ich habe mal die Zeitung gelesen, was die Rentenerhöhung bringt dieses Jahr im Juni. Ja, es ist wieder ein Schuss in den Ofen gewesen. Und dann habe ich mal gesehen, was Österreich gibt und so. Ja, und was hat immer Merkel gesagt und so? Wir sind die Besten, die an Renten zahlen. Sie meint wohl, dass sie das Wort nicht das Beste, da meint sie wohl das Schlechteste. Ja, 3,5% Westdeutschland und Ost 4,1. Ja. Und wenn ich sage, was die Österreicher kriegen, die kriegen mehr und haben noch zwei Bonusse. Jeder Rentner. Ja. Das ist ungefähr wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Ja, was gibt hier nur? Und dann muss noch das Geld, was du kriegst, die 300 Euro. Ja, ich habe das dann nicht gekriegt, weil ich nicht in Deutschland registriert bin, aber woanders sind die Umkosten auch teurer. Da denken sie ja gar nicht daran. Die denken nur das Volk, was in Deutschland ist. Aber was im Ausland lebt, denken sie gar nicht, dass das Umkosten teurer ist. Ja, und dann heißt das, wenn nicht mal Steuern noch drauf bezahlt, der wird noch belohnt dafür, was du nichts gekriegt hast. Ja, und wenn und dann im Defekt wird das noch steuerlich auch abgezogen. Ja, wenn du einen Cent überweg bist, hast du ja schon Steuern. Ja, genauso was die Grünen machen wollen. Öl, Ofen und Gasheizung abschaffen. Aber was haben sie vorher gesagt? Gasheizung. Ja, dann haben wir viele Gas gebaut und jetzt müssen sie modernisieren und dann wollen sie eine Zwangsmodernisierung einführen. Dann frage ich mal, ist das mehr Diktatur jetzt oder ist das ein freies Land? Wenn ich das mehr so sehe, ist das, geht das immer weiter zur Diktatur. Jedes Jahr neue Gesetze und neue Gesetze. Ja, und offen und ehrlich sind sie gar nicht und so, das ist das. Ja, zuerst waren sie alles so mit so und so. Genauso, wenn jetzt hier Elektroauto, das ist gar nicht mehr beliebt so, weil die keine Reichweite haben. Ja, und die Tankstellen sind immer noch nicht ausgebaut. Wir haben ja noch nicht mal Internet, dass man so im Internet die Behörden erledigen kann, was Amerika schon lange hat. Nur der Deutschland, der redet ja immer, der Deutsche. Aber bis der in Gang gekommen, da sind wir schon wieder schon Jahre rückwirkend. Genau mit der Zahlung, mit dem Bankensystem, da ist Thailand weiter als wie Deutschland. Ja. Schweden ist sogar weiter. Deutschland, das sagt immer mehr ab und so. Und viele sagen immer ein schönes Sozialstaat. Ja, sieht man, dass jetzt Asylanten in den Greifwald in den Altenheim gehen und die alten Leute setzen sie vor der Tür, so ungefähr. Ja. Oder wenn sie eine Wohnung umsiedeln, dann kriegen sie eine Wohnung und du darfst dann umsiedeln. Ja. So weit ist das gekommen. Ja. Es ist traurig. Und wo sind denn die 400.000 Wohnungen, wo sie bauen? Da sage ich auch nichts mehr. Das haben sie schon jahrelang und da haben sie ja auch verpennt und so. Seit Merkel hat das abgebaut, das Militär, seitdem wird nicht mehr viel Geld in den Militär reingesetzt. Und jetzt brauchen wir das. Und wo stehen wir? Auf einen Nullpunkt. Das ist das. Ja, abrüsten, abrüsten, abrüsten. Ja, und wir waren immer die Dümmsten und haben das noch gemacht. Und die anderen haben hintenrum in den Rücken aufgerüstet. Ja, Deutschland war mal was Großes, nur es verliert was Großes, das ist das. Und die Politiker sagen auch nicht mehr die Wahrheit alles, das wird alles verschwiegen. Das ist das. Das war früher so auch bei Strauß und so. Wenn ich das mal sehe, was jetzt alles rausgekommen ist über ihn, da kann man sagen, das ist keine Politik mehr, das ist Korruptheit und nur auf das Volk Geld zocken. Das sind sie gut. Genauso wie die Grünen. Vorher Öko und dann wieder die ganze Zeit jetzt nicht und jetzt wieder Öko, weil die jetzt da welche wieder auf der Straße gehen. Ist das eine Verarschung? Ja. Und dann immer so tun, ach, dann sollt ihr mal Fahrräder fahren, dann lasst mal den dicken Wagen zu Hause, den BMW oder Audi oder Mercedes, was ihr fährt. Und so die Grünen. Die können zu Fuß gehen oder fahren mit der Bahn. Das ist das. Ihr braucht nicht immer Reisen mit einem Flugzeug. Die können auch mit einem Schiff oder mit einem kleinen Ruderboot paddeln. Und so.
Das kostet alles Energie, immer auf den kleinen Mann hacken. Aber an der Arbeitsplätze, was habt ihr schon kaputt gemacht? Und neu geschafft habt ihr bis jetzt gar nichts. Ja, das ist die Politik und das ist das schöne Deutschland. Teilweise muss ich mich schämen, dass ich ein Deutscher noch bin, leider. Was sagt ihr dazu, dass man so viel kriegt, was der Deutsche im Staat alles verspricht und so? Ja, die Inflation ist höher als die Rente und dann haben sie noch die Krankenkasse erhöht. So. Na, mich geht das dann nicht an. Ich lebe ja gut, ja. Aber man muss auch seine Mitmenschen denken. Ja, schreibt mal ein Thema dazu, was ihr denkt darüber. Und ich finde es traurig, dass sie mit großer Versprechung machen und so und daran nie halten und so. Das haben sie ja letztes Jahr gesagt, Herr Jung. Bis März haben sie ja Zeit gehabt, bis Ende März noch. Da bin ich mal gespannt, was da wirklich herauskommt, was an der Erhöhung ist. Wenn das eine korrekte, gute Politik ist, dann sollen sie alle einen Bonus zahlen, egal wenn sie im Ausland sind und reell sein wie andere Länder. Aber das sind sie gar nicht, das ist das. Aber die Jahren erhöhen, dass sie jetzt wieder ein halbes Jahr länger arbeiten muss. Ja, das wollen sie wieder. Ja, wo sind die ganzen Kinder geblieben, was mal früher war? Warum wollen denn keine haben? Weil Deutschland kaputt geht. Da will doch heute keine zwei Kinder haben. Wer kann es denn schon ernähren und so, alle drei? Ja, das ist die Frage. Da muss man die Politik ein bisschen wieder was dran ändern. Ja. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.